Das Ziel bionischer Forschung ist die Entwicklung von innovativen Produkten nach biologischem Vorbild. In diesem speziellen Projekt untersuchen wir die Wundreaktion von Pflanzen und die Mechanismen, die wir dort gefunden haben, wollen wir übertragen auf selbstreparierende Materialien und nachhaltige Produkte. Auf der Suche nach einem geeigneten Vorbild für Selbstreparatur sind die Freiburger Bioniker bei den Mittagsblumengewächsen fündig geworden. Mittagsblumen gedeihen in regenarmer Umgebung auf sandigen und trockenen Böden. Das Besondere an der ausgewählten Pflanze sind die sukkulenten Blätter. Das heißt, hier ist dieses kostbare Wasser gespeichert, das sie speichern müssen, weil sie an den trockenen Standorten wachsen. Wenn wir dieses Blatt einmal quer anschneiden, dann haben wir festgestellt, dieses Blatt biegt sich und zwar so lange, bis die Wundränder aufeinandertreffen. Dann ist diese Wunde versiegelt und dieses kostbare Wasser kann nicht mehr verdunsten. Alles innerhalb von 60 Minuten, was für eine Pflanze schnell ist. Wir haben dann einen weiteren Versuch gemacht, wo wir einen Schnitt in Längsrichtung des Blattes gemacht haben. Zu unserem Erstaunen passiert genau das Gleiche. Es kommt die gleiche Biegung zustande, die Wundränder treffen aufeinander, die Wunde ist versiegelt. Und dann haben wir einen Ringelschnitt gemacht. Das heißt, wir haben einmal rundherum dieses Blatt angeschnitten. Und zu unserem Erstaunen hat sich das Blatt dann zusammengezogen. Das war schon erstaunlich und wir konnten es im ersten Moment nicht erklären. Und dann müssen wir als Biologen ins Mikroskop schauen. In den Blättern sind 5 verschiedene Gewebetypen mit unterschiedlichen Schichtdicken und mechanischen Eigenschaften gefunden worden. Im intakten Blatt herrscht ein Gleichgewicht aus Druck und Zugvorspannung. Durch die Wunde wird dieses vorhandene Gleichgewicht gestört. Das Blatt bewegt sich so lange, bis sich ein neues Gleichgewicht eingestellt hat und die Wundränder aufeinandertreffen. Da das Prinzip der Wundversiegelung rein physikalischer Natur ist, kann man mathematische Gleichungen aufstellen und ein Modell für den Versiegelungsprozess im Computer programmieren. Ein solches Computermodell dient Ingenieuren dazu, eine technische Anwendung auf Basis der biologischen Vorgänge zu entwickeln. Denkbar sind Mehrschichtfolien, die wie das Pflanzenblatt bei Beschädigung aufgrund unterschiedlicher Schichtdicken und mechanischer Eigenschaften der Folien versiegeln können. Das Projekt als Voraussetzung für eine technische Anwendung ist eines der Pilotprojekte des Freiburger Leistungszentrums Nachhaltigkeit, in dem Universität und Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik zusammenwirken. Wichtig für die Bioniker ist dabei zu erkennen, an welchen Stellen die Biologie einen Beitrag zu nachhaltiger Technik leisten kann und wo nicht. Ganz viele denken, wenn du ein biologisches Vorbild hast, dann hast du gewonnen. Dann hast du automatisch schon als Beifang die Nachhaltigkeit dabei. Leider ist es nicht so einfach, denn wenn wir genau schauen, was Nachhaltigkeit bedeutet, dann ist es ein Leitbild, das wir Menschen uns gegeben haben, um eine Generationengerechtigkeit zu erreichen. Das heißt, es ist etwas mit einem bestimmten Ziel und es ist sehr menschenzentriert. Diese abstrakte Art von Nachhaltigkeit, wie wir sie benutzen im Alltagsgebrauch, kann man sicher nicht in der Biologie finden, aber man kann Parameter, Kriterien finden, wo wir sehr viel lernen können. Und dazu gehört unter anderem auch die Reparatur und in unserem Fall noch schöner natürlich die Selbstreparatur.